Wo falle ich denn hier hinunter? Das ist definitiv nicht der Fluchtweg. Hilfe! Wieso ist dieser Schacht so fucking tief? Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen, wie früher. Oh Mann, fuck. Das können wir schon wieder testen. Da ist ich wollte doch nur hier raus. Warte. Wie sie mir auch noch hilft. Da. Gut, du cool. Hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Orangenes Portal. Nach Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Ich konnte, musste deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig, in etwa. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. 19 war das hier ehemals. Ja, ich erinnere mich so ein bisschen. Ich räume das für dich weg. Was für ein Das ist aber nett. Wichtig ist, los, dass du zurück bist. Bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen. Bis an dein Lebensende. Danach, wer weiß, ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote erwecken vielleicht. Fuck. Hilfe! Wieso machst du das? GLaDOS. Wieso? Die heißt übrigens GLaDOS. Ach, für was stand nochmal GLaDOS? Jetzt habe ich das wieder vergessen. Verdammt. Vernachlässigt, seit du mich getötet hast. Danke übrigens. Sarkasmus-Test abgeschlossen. Dieser Zynismus ist geil. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Tödliche Laser. Und ich muss den höchstwahrscheinlich hier hineinbringen. Kann das sein? Perfekt, geht doch. Wenn ich da reinrenne, bin ich tot. Ich glaube, das ist der Zweck von tödlichen Lasern. Kann ich mein Portal woanders hinsetzen? Ich will erstmal hier drauf. So. Hep, hep! Hurra! Ich vergaß, wie gut du darin bist. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. So viele Tests. Hurra! Ich freue mich drauf, Portal 2 zu zocken, auch wenn es eigentlich nicht gut ist, dass wir noch viele Tests machen müssen. Aber egal. Das macht Spaß und dieser Zynismus ist cool. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Es ist einfach nur großartig, ey. Zum Entmutigungs-Umlenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner, Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Ach, diesmal kann ich mit Space springen. Wow. Hüpp. Ich hab's nicht berührt. Das ist cool. Ich bin so gut. Motivationswürfel, er müsste in der Ecke sein. Dann gib mal her das Teil. So. Die Dinger kennen wir auch noch nicht aus Portal 1, genauso wenig wie die Laser. Den Laser kann ich damit, glaube ich, umlenken. Ja, genau. Und damit wir den hier reinwemsen können, muss ich, glaube ich, auf die andere Seite des Lasers. Hüpf. So, dann lenken wir den mal. Ah, der zieht noch so eine coole Spur hinter sich her auf der Wand. Das ist sehr cool. Den legen wir hier rein. Perfekt. Ja, toll, jetzt kann ich wieder drüber hüpfen. Lass mich mal da drauf, bitte. Genau. Wenn ich den einmal berühre, nehme ich schwer an, dass ich sterbe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich schon beim ersten Berühren sterbe, aber ich möchte es nicht probieren. Ich brauche den Würfel. Oder? Oder kann ich in den Portal reinschießen?
Ne, kann ich nicht. Aber wenn ich den Würfel mitnehme, dann geht das doch wieder runter, oder? Hm, wie machen wir das denn? Nicht da oben irgendwie ein Portal hinsetzen? Ich stelle den Würfel mal auf die weiße Fläche hier. Das könnte helfen. Dann kann ich ein Portal unten drunter setzen. Und sie dann, so war das nicht gemeint. Springen wir wieder hinüber, hepp, und laufen hier nach oben. Ja, genau, perfekt. So, ja, damit. Gut gemacht. So, mach mal das. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Oh Mann, das ist göttlich. Ich kann es gar nicht wiederholen, wie göttlich ich diese Kommentare finde. Einfach großartig. Einfach nur großartig. Lass dich durch diese schreckliche Geschichte nicht entmutigen. Es sind doch nur Daten. Falls ich doch das nicht. Freut, es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Ja, da hat sie Pech gehabt. Dass sie so ein gutes, cooles Kind wie mich auf der Türschwelle absetzt damals. Und jetzt zerstören wir GLaDOS und sind wahrscheinlich der einzige Mensch, der noch lebt auf dieser Welt. Oh Mann. So, ab nach oben hier. Hier ist ein Laser, hier ist ein Kubus zum Laser umlenken. Wie machen wir das bloß? Und wie kommen wir da drauf? Ich würde mal fast sagen, so. Ja, wir treffen. Perfekt. Dann lenken wir den Laser hier rein um. Perfekt. Und nun müssen wir hier ebenfalls noch einen Kubus hinein. Einen Kubus? Wie kriegen wir den... Ah, okay. Ich, unglaublich intelligentes Wesen, habe den... Gratuliere. Hab mich da nicht, Test. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. Aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz? Die Anspielung verstehe ich jetzt nicht. Falls das irgendwas war, was ich hätte blicken müssen, dann schreibt das mal in die Kommentare oder so, bitte. Und weiter geht's! Hier die Treppe hoch. Moment. Ja? Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Oh Mann. Das ist cool. Tu, was du so tust, wenn du nicht die Anlage zerstörst. Ey, wie kommt man auf solche? Geil. Einfach nur geil. So, hier rüber Schalter betätigen, würde ich mal sagen. Dann, was hat sich getan? Ich würde es gerne wissen. Aber ich werde ganz sicher nicht das Portal jetzt dahin setzen. Jedoch, so kann man das machen. Dann, ah, das ist passiert, okay. Gut, schön das zu wissen. Eins muss er hat mich nicht lassen. Umgebracht. Du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Danke. Das war jetzt keine Absicht. Schwabbel zum Aufzug und wir testen weiter. Schwabbel zum Aufzug, boah ey. Miese Schlampe. Zickenkrieg ist vorprogrammiert hier. Ich meine, an die, die es nicht wissen, wir spielen hier übrigens eine Frau, zumindest soweit ich das annehme. Zumindest waren wir in Teil 1 eine Frau und da sie gesagt hat, sie erkennt uns wieder und wir wohl diejenige sind, die sie besiegt hat, sind wir wohl eine Frau. Offensichtlicherweise. Und hier ist es immer noch diese komischen Filme an der Wand. Und mit so einer Plattform ein Kasten weggeschleudert wird. Mal schauen, ob das in unserem jetzigen Test drankommt. Wie sich einfach diese alles bewegen kann. Die Aperture Science Katapult-Plattform. Man wollte herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Danke für den guten Tipp. Die Plattformen sind cool. Die kenne ich nicht, aber die sind cool. Die sind definitiv sehr cool. Was passiert jetzt? Und dieser Würfel fliegt hier immer wieder nach oben. Okay. Das heißt, ich brauche meine Portal Gun hier gar nicht wirklich. Ich kann mein Portal zwar hier hinsetzen, aber was soll ich schon damit machen?
Hm. Okay, das war schlechtes Timing. Ich gehe jetzt mal los. Okay, bessere Idee. Ich warte, bis er unten ist und springe dann los. Komm schon, komm schon, komm schon. Und... perfekt! Und dieses Ding schleudert mich natürlich zur Seite. Ist klar. So. Ja, aber dieses Portal da hinten brauchen wir tatsächlich nicht, glaube ich. So. Dann stellen wir hier diesen Kubus drauf. Du atmest übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Oh Mann. Und wieso ist es zu teuer, die Luft hierher zu befördern? Wo sind wir überhaupt, verdammter Mist? Und wieso fahren wir immer weiter nach unten? Was gibt es im nächsten Test? Oh, Katapultplattformen. Na dann, viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Dann machst du das. Du kriegst das hin. Geht auch fix, wenn man mit so einer Plattform einfach mal alles wegschiebt oder wegkehrt. So, ich glaube, diesmal können wir unsere Portale ordentlich gebrauchen. Wir springen hier durch die Gegend und diese Plattform wird uns wahrscheinlich hier dagegen stoßen. Wenn ich mir das mal so anschaue. Können wir auch Portale machen, aber das bringt, glaube ich, nicht sonderlich viel. Wenn wir jetzt versuchen, hier irgendwie weiterzukommen, könnte es sein, dass wir dadurch fliegen müssen, um auf diese Plattform zu kommen. Ich habe übrigens keine Lösung oder sagen, schau nicht, dass ihr das denkt. Ich denke mir das einfach so, wenn wir... zack, zack, da hoch, dann kommen wir hier raus, fliegen da drauf und fliegen zum Ziel. Mal schauen. Ups. So, okay, so rum war das. Okay, klappt ja trotzdem, ich habe nichts gesagt. Tür auf! Ansicht vergrößern. Ich reinige gerade noch die Testkammern. Manchmal findest du dort noch na, Müll, danke. Nutzlosen, stinkenden Abfall. Meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass ich den meiden soll. Da ist also was, was wir brauchen. Her damit. Perfekt. Und damit wir den darüber kriegen, schnappe ich mir hier oben ein Portal hin. Und in dieses Loch. Dann schauen wir, ob wir hier direkt dieses Teil treffen können. Und, lassen ihn hinunterfallen. Tada! Die Tür ist offen, hurra! Als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach, das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Und es tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen.